Herr Micke, willkommen in Bremen, Europameisterschaft der Senioren hier. Was fragt man Geschäftsmann als allererstes? Wie laufen die Geschäfte? Ich sag mal, es ist ja hier eine Gelegenheit, mal preisgünstige Produkte anzubieten. Serienartikel, die auslaufen. Ganz interessant. Es ist kein Business-Center, sondern wir können ganz gut Restware verkaufen. Kommen natürlich einige Leute aus dem Ostblock, die ganz gerne auch mal, ehemaligen Ostblock, ganz gerne mal ein preiswertes Hemd für 5 Euro kaufen. Und das ist die Gelegenheit, das zu tun. Da tun wir eigentlich noch ein gutes Werk. Ja, das ist für uns ein bisschen Lagerräumung, aber gleichzeitig auch ein gutes Angebot für die viele Spieler, die nicht ganz so viel Geld in der Tasche haben. Wie finden Sie die Organisation hier in den Hallen generell? Es gibt in Deutschland nur gute Organisationen. Und das ist bei der TMG so. Und ich habe gerade von einem Beispiel Frankreich gehört, ein guter Freund von mir. Ich war leider nicht in Paris. Da war die Organisation leider nicht so gut. Aber man weiß eigentlich, dass die Deutschen immer bei allen Veranstaltungen, in allen Sportarten gut organisieren können. Und TMG ist natürlich eine Profitruppe. Ja, das hören wir ja ganz gerne. Sie waren ja das letzte Mal, also bei der letzten 2006, glaube ich, Sie waren auch hier mit Ihrem Unternehmen. Hat sich was geändert zum Käuferverhalten, respektive ist das mehr geworden oder gibt es generell mehr Käufer? Sagen wir es so, wir müssen ja in Deutschland mit dem kleinen Mangel leben, dass unsere aktiven Zahlen nicht größer werden. Wir sind numerisch bei 600.000, vielleicht ein bisschen weniger. Der Markt wird nicht größer. Der Markt kann nur größer werden, wenn man sich orientiert im Export. Das tun wir auch. Wir liefern in asiatische Länder, aber auch nach Europa. Und das kann dann alles zusammenpassen. Ja? Aber in Deutschland ist es so, dass wir wirklich darum kämpfen müssen, dass unsere Spieler in den aktiven Zahlen da bleiben, wo sie jetzt sind. Wenn wir keine verlieren, ist das schon ein Gewinn. Woran liegt das, dass die magischen 600.000 nicht zu toppen sind? Naja, Sie kennen ja heute, das ist ja Lifestyle heute. Nein, das ist in allen Sportarten so. Selbst die Fußballer haben in unserem Bereich Probleme, was gar nicht publiziert wird. Ja? Ist also so, heute geht jemand gerne ins Trainingszentrum, macht irgendwas anders, aber eine Vereinsmitgliedschaft ist schon was Besonderes. Da wollen viele sich nicht mehr unbedingt binden. Das ist einfach ein Zeitgeist. Ja, wir müssen kämpfen im Tischtennis und es gibt natürlich noch hervorragende Ausbildungen in verschiedene Verbänden und auch viele Clubs machen sehr viel, aber es ist natürlich wie in anderen Sportarten, wenn sie keinen Jugendleiter, keinen Mannschaftsbegleiter haben, dann wird es schwer. Und oft machen das die Eltern, dann klappt es ganz gut, wenn ihre Kinder dabei sind, die Kinder aufhören, haben wir auch keine Betreuer mehr. Aber das Problem hat nicht nur Tischtennis. Timo Boll ist ja da, aber fehlen noch so die Helden breiter aufgestellt sozusagen? Ich sag mal, heute wird der Sport, die Popularität des Sports ja durchs Fernsehen bestimmt. Man hat vor 25 Jahren eine Sportart groß gemacht, die niemand interessierte, nämlich Biathlon. Sie können sich wahrscheinlich erinnern. Dann wurde meine Biathlon-Übertragung vor 25 Jahren, gab es keine. Auch Langlauf interessierte keinen, war langweilig. Dann hat man was mit der Sportart gemacht. Und man steht mit 10, 15 Kameras an der Strecke. Wenn wir heute Tischtennisübertragungen haben, 6 Kameras oder 8 Kameras, ist das ein fantastischer Sport. Wenn man eine totale hat, ist nicht viel zu sehen. Also das Fernsehen spielt eine ganz große Rolle. Aber das ist in jedem Sport so, ne? In jedem Sport und da werden natürlich die Highlight-Sportarten. Ich sag mal, ich bin alter Dortmunder. In Dortmund heißen die ersten 10 Sportarten alle Fußball. Ja gut, bevor ich Ihnen jetzt nochmal das Beileid ausspreche zum verlorenen Finale. Es war wunderbar. Ich war in London. Sie waren in London? Ich war in London, bin gestern zurückgekommen und es war ein sehr, sehr gutes Spiel mit 2 hervorragenden Mannschaften und da haben wir eigentlich eine gute Visitenkarte hinterlassen. Das glaube ich gerne. Ich habe es auch gesehen, habe ich auch so empfunden. Gut, wir wünschen Ihnen noch ein paar Tage gute Geschäfte, viel Spaß hier in Bremen und ja, ich denke, wir sehen uns bei der nächsten Gelegenheit wieder. Danke.